Ja, herzlich willkommen, Fans. Wie gesagt, pünktlich zum Bundesliga-Start sind wir genau wie mit dem Autotalk, sind wir auch pünktlich mit dem Legendentalk zurück. Diesmal begrüßen wir euch beim Abi aus dem Laden, aus Abi Sportshop. Ja, Abi, Jawohl. jetzt mal eine Frage an dich. Wie geht's denn mit dem Legendentalk weiter? Der Legendentalk bleibt so, wie er ist. Wir werden das nur ein wenig verändern, aber nicht so, dass man uns nicht wiedersehen wird. Ja, Und wir wollen ja auch Kritik oder auch Positives Aber haben. heißt es für mich dann auch, oder heißt es für die Fans draußen auch, dass der Klaus Fischer dann beim nächsten Mal Ja, den der Klaus Lautern? ist auf jeden Fall wie immer dabei und wir müssen den Klaus ja zunehmen, weil Klaus ist ein Hallo, ihr großer seid für mich die beiden Oberanalytiker, da brauchen wir uns nichts Fachmann. vormachen. Ich soll dich auch nächste Woche, hast du schon mir schon gesagt, da soll ich ja Ja. den Legenden-Talk zusammen mit dem Klaus machen, wo mir jetzt schon wirklich die Flöte geht. Du bist nicht da, du bist irgendwo auf einer Fußballschule, hast du mir erzählt, Ja. ne? Ja. Aber das kriegen wir dann auch hin und dann werden wir uns wahrscheinlich wieder aus der Arena auch senden. Ja, aber darum sind wir jetzt gar nicht hier. Wir sind ja dafür hier, um das Spiel mit gegen den HSV dann mal von dir deine Meinung zu hören. Wie siehst du das Spiel? Oder wie hast du das Spiel gesehen? Ja, also ich habe das Spiel von unserer Seite war jetzt gar nicht so schlecht, wie man das geschrieben hat. Und ich finde, wenn man drei Tore macht und nichts mit nach Hause nimmt, also noch nicht mal ein Punkt, das ist natürlich bitter. Aber wir haben nicht schlecht gespielt, wir waren aber in der Abwehr sehr, sehr schlecht, weil wir im Endeffekt mit dem Mittelfeld nicht gut zusammengearbeitet haben in der Defensive. Ich fand, da waren zu viele Löcher und wir waren in der Abwehr auch nicht aggressiv genug, nicht nah genug an den Männern gewesen. Glatze hatte da ein paar super Szenen gehabt, das muss man einfach sagen. Und den hätte man im Griff kriegen müssen, weil ich ja immer gesagt habe, wenn man 20 Meter vorm Tor ist, dann darf man nicht mehr übergeben, übernehmen, sondern da muss man dranbleiben. Und solche Leute wie Glatze kannst du nicht übernehmen lassen. Der ist zu schnell, zu windig und das ist einfach ein Torjäger. Wenn man den Ja. aus den Augen verliert, das weiß der Klaus am besten, das wird er euch aber auch dann nochmal Ja, das erklären. 4-3 von den Hamburgern war ja genauso ein Ding. Und da hast du auch die Schwächen in der Abwehr gesehen. Vorn Mann einer, hinter Mann einer. Keiner fühlt sich da wirklich zuständig, geht hin zum Mann. Und da ist natürlich ganz klar, dass der HSV dann auch nochmal das Tor macht. Ne? Ja, HSV Also, hat jetzt auch nicht so eine schlechte Mannschaft, das muss man auch die sagen. Wie sind. du immer gesagt hast, die spielen jetzt auch schon 2, 3 Jahre zusammen, Und dann die. holen immer nur den einen oder anderen dazu. Und gut, die haben jetzt immer oben mitgespielt in diesem Jahr oder waren sie ja wieder mit dabei gewesen, haben es leider nicht geschafft. Aber das ist nicht so eine schlechte Mannschaft, wo wir gedacht haben, naja gut, da fahren wir mal kurz vorbei nach Hamburg Also für und die mich sind die schlagen wir. Hamburger in diesem Jahr ebenfalls auch wieder ein Aufstiegskandidat. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Unsere Mannschaft ist auch relativ neu, die muss sich erst einspielen. Wir Ja. hatten Ja, aber was mich so ein bisschen, Dennis, mich hat so ein bisschen was, mich hat da so einige Sachen, ärgern mich schon. Ja, das heißt also, ich habe also gesehen, dass der Torwart bei Hamburg oft weit raus war, 30, 40 Meter weit. Und das hat mich ein bisschen irritiert, dass nicht einer mal auf die Idee kommt, den hinzulaufen und den ein bisschen zu stören, Ja. um zu wissen, was ist denn überhaupt mit dem, ja? Und Torhüter, die haben, nicht umsonst sagt man, Torwart und Linksaußen, Ja. sind ein bisschen durcheinander. Ich will jetzt nicht einen anderen Ausdruck nehmen. Also durcheinander. Ja, weil Und da Stopper macht muss immer nur man. einen Fehler und dann ist er drin. Er ist immer die Ja, Arschkarte aber wenn einer gezogen. 30, 40 Meter vorm Tor steht, vorm Tor Dann muss ich und ein auch mal Tor was leer muss ist, ich aber was dann muss riskieren. ich aber wenigstens mal ein, zweimal zeigen, weil er hat eigentlich das Spiel von Hamburg von hinten raus gemacht. Ja, Weil die genau. beiden Innenverteidiger können das Und Spiel dann heißt, nicht. die konnten auch so weit tiefer, noch tiefer bei uns in der Hälfte stehen. Ja. Aber Torwart ist ja ein gutes Stichwort. Was sagst du denn zu unserem Kollege, zu unserem neuen? Ja, der hat super gehalten, muss ich wirklich sagen. Also, ich hätte nicht gedacht, dass der so gut auf der Linie ist. Der hat 2, 3 super Dinger gehalten, da Fand muss ich auch, man hat mir wirklich sehr gut sagen, gefallen. Also. das ist ein guter Ersatz. Und jetzt haben wir 2 gute Torhüter wieder und da sehe ich also gar keine Probleme. Ich sehe eher Probleme in der Innenverteidigung bei uns. Also. Ja, aber da kommt aber der Baumgart ist kein Innenverteidiger oder sowas, ne? Der Baumgart ist ja auch defensiv, glaube ich, aber ich finde, da ist das die Persönlichkeit, die dann drüben im Hinten auch die Regie übernehmen kann und die Zuordnung und die Zuteilung während des Spiels machen kann. Ja, aber man muss mal warten. Warten wir Wenn es ab. überhaupt nicht klappt, dann muss man eben mit 3 Mann hinten spielen Und dann und das. nicht mit 4. Also das muss Reißig ja dann nachher entscheiden für. Nur die Innenverteidiger, beide haben sehr viel Fehler gemacht. Und das funktioniert auch nicht in der zweiten Liga. Also wenn du viele Fehler machst, wirst du auch viele Spiele verlieren. Ja, dann haben wir ja noch einen Neuzugang zu verzeichnen, der auch am Freitag auf dem Platz stand. Hasan, ja, Hasan, genau. also was sagst du denn zu Toller dem Jungen? Junge, Ist das nicht. super, hat mich so ein bisschen an mich selber erinnert, als ich noch
so mit 17 angefangen habe zu spielen. Und ich weiß auch, wie das ist. Du kommst erst einmal hin. Ich habe mein erstes Spiel in Stuttgart gemacht. Da bin ich auch aufgelaufen und habe gedacht, meine Güte, hoffentlich mache ich keine Fehler Ja. oder irgendwie was Schlimmes, was der Mannschaft schädigen kann. Also der hat wirklich auch gut gespielt und man soll auch jetzt schauen, dass man ihn regelmäßig spielen lässt, dass er Erfahrung kriegt, dass er locker wird und sagen wir mal, keine Angst hat, irgendwie solche Sachen zu machen. Wo er mir aber auch mit einem ganz super Eindruck gemacht hat. Also der war jetzt nicht nervös oder so, ob ich es so, aber wie gesagt, das ist Ja, auswärts, also spielt man immer anders als ich zu fand das Hause. erstmal toll, dass der Thomas Reis, dass der Reis dem Asam das Vertrauen auch gegeben hat. Und er hat das auch noch belohnt, muss man dazu Ja, sagen, mit hat einem schönen Tor, Tor, ein genau. schönes Tor geschossen. Also von daher, da lässt er hoffen, mein Junge, und da hoffen wir noch auf viele schöne Tore von dir. Ja, also auf jeden Fall. Also, wir werden sehen, Kaiserslautern wird sicherlich auch eine Geschichte werden zu Hause. Die werden ziemlich defensiv spielen. Die haben jetzt, Die haben verloren, die die Jungs, haben ne? verloren gegen St. Pauli. Die werden also auch nicht auf Teufel komm raus angreifen. Und die haben eine gute Abwehr auch. Aber wie gesagt, ein Spiel können sie auch nicht machen. Wie man sieht, wenn sie zu Hause sind, sind sie dann auch sehr, sehr, sag ich mal, mit geringen Chancen nach vorne hin, aber einigermaßen stehen sie hinten. Aber das war auch Ja, hier zu Hause zu wenig. wir spielen zu Hause. Wir haben uns die Fans also wieder im Rücken. Das ist ja auch immer mal eine Bank. Also ich denke mal schon, dass gegen Leiter musst du zu Hause jetzt definitiv 3 Punkte holen. Ist meine ganz Ja, klare Ansage. das musst du jetzt auch, weil du musst oben dran bleiben. Aber wie gesagt, der Rodde hat jetzt auch wieder getroffen und wir hoffen Leider auf nicht der gegeben. Das Rodde war ein auch ein schönes bisschen. Tor vom Tiroler, ne? Ja, es war ja einmal ein Abseitstor, glaube ich, ne? Ja, genau. Das Soweit war ganz knapp im Abseits, das ja. wäre natürlich gut gewesen, aber was mir nicht gefallen hat, dass wir in der zweiten Halbzeit, als wir rauskamen, als wir 2-1 geführt haben, da hätten wir, glaube ich, ein bisschen cleverer spielen müssen. Ja. Da hätten wir uns vielleicht ein bisschen mehr zurückziehen müssen und die ganze Sache ein bisschen enger machen, dass wir nicht wieder so Ja. schnell wieder ein Tor Und reinkriegen. das ist mir, das wollte ich, hätte ich dich jetzt auch darauf angesprochen. Und zwar, ich hätte an Reiß' Stelle, hätte ich reagiert und die Cissé eher runtergenommen. Dass der sich dann natürlich die Karte noch einfängt und dann vom Platz muss. Und da schießen wir mit 10 Leuten auf den Platz. Und da hast du dann ganz klar gesehen, dann sind die natürlich noch offensiver. Und dann natürlich haben die uns ausgekontert. Da ist das Spiel schon gekippt, aus meiner Sicht. Ja, aber bei ihm muss man auch sagen, kleine gelbe Karte. Ich kenne ihn nicht so gut, aber er hat die Freundschaftsspiele ganz gut gemacht, soweit wie ich Ja, jetzt gegen gehört Twente hat habe. er Ja, gespielt. also der hat ja auch ganz gut gespielt. Klaus Fischer hat zu mir gesagt, du Abi, das sind super Abwehrspieler. Und da habe ich gesagt, Klaus, ich hab das Spiel leider nicht gesehen, weil ich unterwegs war. Aber Klaus hat mir das gesagt, dass er sehr gut gespielt hat. Und naja, gut, jetzt hat er einen Bock geschlagen, aber man sollte ihn jetzt nicht verurteilen und sagen, wir lassen ihn nicht spielen, weil Ja, der hat so ja viel gelb-rot. Der hat ja eine Alternative. gelb-rote gekriegt. Das Ja, heißt, der ja. ist jetzt gegen Lautern Ja, wahrscheinlich sowieso nicht dabei. logisch, aber man sollte ihn jetzt nicht so sehr verurteilen, weil er es gelb-rot gekriegt hat, sondern man muss ihm auch Spielpraxis geben. Er muss sich auch erstmal da reinfinden. Ist auch noch ein junger Kerl und Ja, lass ja. uns ruhig mal den Druck aufbauen, weil unter Druck entstehen Diamanten. Das weißt du doch auch, Abi, oder Ja, nicht? genau. Gut, Ja, Dennis, super. also, ich denke mal, da ist, glaube ich, auch wieder das Spiel. Viel, das meiste gesagt. Liebe Fans, wir hoffen, dass ihr uns weiterhin die Treue haltet. Und dann nächste Woche sehen wir uns dann leider ohne den Abi, dafür Ja. aber mit dem Klaus. Und dann, ich denke, da beim dritten Spiel sind wir dann wieder in voller Besetzung da mit dem Jawohl. Klaus und mit dem Abi und mit einer Jawohl. riesen Analytik. Alles klar. Glück auf, Schalker! Glück auf. Und wie wir zu sagen pflegen, nur der ist Nur der 04. ist so viel. Ciao.